Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier im Embrace, in diesem bis gerade eben noch Kultistenlager. Jetzt zum Glück unser Lager. Wir haben Kriegsherrin Sona gefunden und Varl ist aufgetaucht, ihr Sohn. Und unsere Aufgabe jetzt gerade ist, das Lager einfach ein bisschen zu durchsuchen. I wonder if my focus can pick anything up. So, schauen wir doch mal, ob der Fokus irgendwas aussagt. Da drüben ist irgendwas. Kultistengräber. Aha. Gehen wir doch mal nach da drüben. Ach, das ist ein Kultistengräber, so heißen. Ja, ich werde die erstmal hier durchsuchen. Und den auch noch. Scherge. Verdorbener Wächter. Wertvolle Rohstoffe entdeckt. Was ist das für eine Spur da unten? Folgen wir der mal. Okay. Drüben haben wir noch Leute erledigt. Ich gehe mal auf die andere Seite. Mist. So, mal schauen, ob ich hier noch irgendwas Besonderes finde. Also bis auf diese Spuren finde ich tatsächlich gar nichts. Ein Truthahn und ein Wildschwein. Sehr, sehr seltsam. Das war's. Alles klar. Commanders, over the past month, accidental blaze explosions have killed a dozen men. Here in the Ring of Metal, I've taken the precaution of placing our entire stockpile in a covered shelter, safe from stray sparks and lightning. And I've posted guards to control access. I urge you to take similar measures, or suffer the consequences. Supply Master Thrawn, out. A blaze stockpile inside their base. Sabotage that, and we win. Ach, das hätte ich wahrscheinlich vorher auskundschaften können. Ah, alles klar. Und dann das hochjagen können.
um sie alle gleichzeitig auszuschalten, vermutlich. Das haben wir natürlich nicht geschafft jetzt. Naja. I found something. The rest of the killers are camped inside a ring of metal. Any idea what that means? Ach nee, es ist neu. Anderes Lager. The ring of metal lies in the ruins of Devil's Grief. That ground is taboo. I will return to the matriarchs. Beg them to make an exception. There's no time for that. Blood spilled calls for blood spilled. If the ground is cursed, then let our vengeance sanctify it. You blaspheme. Please, Warchief, break the taboo. Devil's Grief is a cursed place. But maybe Aloy's secret blessing can protect us. I'll send scouts ahead. Our force will assemble at the cliff above Red Echoes and launch our attack from there. Sounds like a plan. See you there. Alles klar. Thank you. You might take that back when you see what I'm getting us into. Okay, die sind ineinander geglitscht. Das sieht ganz schön witzig aus. Die Rache der Nora. Mhm. Sind grüne Lagerfeuer, sind Lagerfeuer, die wir schon angemacht haben, oder was? Oder sind grüne Lagerfeuer, die wir noch anmachen müssen? Nee, ich glaube, die haben wir schon. Das ist eins, was wir noch nicht haben. Alles klar. So weit oben. Begib dich zum roten Echo. Ach du Scheiße, ist die Karte riesig. Oh Gott. Wow. Mhm. Rede mit Maria in Mutterkrone. Ja, machen wir erstmal die Rache der Nora. Gut, haben wir hier irgendwo noch... Da haben wir Läufer in der Nähe. Da könnte ich mir nämlich einfach einen überbrücken. Dann bin ich wahrscheinlich schneller oben. Ich muss nur irgendwie wieder da hochkommen. Shit. Ja, erstmal nach da unten. Da ist auch noch einer. Da hinten ist auch noch einer. Kann ich hier runter? Ich sollte es vermutlich nicht ausprobieren, ne? Ich dachte, da ist aber ein Fluss. Ja, aber hier unten nicht. Glitschen wir uns hier runter. So. Das war ein Truthahn, kein Kind. Zack. Ich glaube, den kann ich direkt mir überbrücken. Oder den da drüben. Schwupp. Yep. Kann ich die Truthähne auch tot reiten eigentlich? Ja, kann ich tatsächlich. Cool. Hier hoch muss ich.
Das ist auf jeden Fall schon bedeutend schneller. Wow. Mist. Ja, den weiche ich jetzt erstmal aus den Grasern. Habe ich jetzt gerade keine Lust drauf zu kämpfen. Aber das Lagerfeuer werde ich auf jeden Fall anmachen. Und hier wird die Vegetation deutlich anders. Fast ein bisschen zu abrupt, der Übergang, finde ich. Nice. Boah. Kann man auch Wildschweine totreiten? Ja, man kann. Wächter vermutlich nicht. Aber an denen kann man vorbeireiten. Yay. Wow. Was zur Hölle. Geil. Selber tut. I can't override this machine yet. I need to find a way to work. Wir reiten einfach mal hier, aua, durch. Oder auch nicht. Das war total dumm. Autsch! Okay. Das, war dumm. Ich konnte so schnell nicht anhalten. Mein erster Tod. Yay! Errungenschaft freigeschaltet. Sie sind gestorben. Na gut, ich meine, das Lagerfeuer war ja nicht so weit weg. Dann weiß ich ja jetzt, was auf mich zukommt hier. Dieser Lichtkegel direkt vor dem Läufer sieht schon geil aus. Was? Der hätte aber treffen müssen. Ha, sehr gut. Hab mein Läufer die anderen Wächter gekillt. Praktisch. Jetzt bräuchte ich langsam vielleicht auch die Fähigkeit, meinen Läufer zu reparieren. Ach, diese atmosphärische. Das finde ich so geil, ne? Diese Geräusche. Vielleicht reite ich einfach hier rum. Vielleicht komme ich hier auch irgendwie drüber. Mal gucken. Ja. My mount can't find its footing on these slopes. So umgehe ich die Säbelzähne auf jeden Fall. Da unten sind sie. Ah ne, das sind nur Truthähne. Da hinten sind sie, oder? Ne, das sind Stürmer. Aha. Da unten sind sie, alles klar.
Da reite ich da mal glatt dran vorbei. Und da unten ist noch... verdorbene Zone. Interessant. Okay, ich gehe erstmal hier in Deckung. Denn ich möchte da in der Mitte dieses Datending... Oh, was bist denn du? Verdorbener Feuerbrüllrücken. Fuck. Ich will das Datenpad in der Mitte lesen. So, jetzt schnell rüber. Fuck. Habt ihr gesehen, dass der Boden da... Was ist denn das? Wow. Krass. Habt ihr das gerade auf dem Boden gesehen? Die Verderbnis da. So, gefunden. Sehr gut. Textdatenpunkt. Okay, ich will jetzt mal was loswerden, was einfach gesagt werden muss. An alle Jesse-Fans und die ganze Liebesschicksale-Fangemeinde. Jessica Sterling sollte Liebesschicksale nicht gewinnen. Das ist doch offensichtlich, wenn man mal ein bisschen aufpasst. Ich war mal wie ihr, Leute. Bei der letzten Staffel wollte ich, dass Jessica gewinnt. Aber in Folge 3.01 ist sie zu weit gegangen. Habt ihr überhaupt mitgekriegt, wie sie Louis abserviert hat? Den süßesten Typen auf diesem Planeten? Er hat immer zu ihr gehalten. Die Alaska-Übernahme? Als die Harrier-Bots mitten im Kampf nicht mehr richtig funktionierten? Jessica war nur erfolgreich, weil Louis ihr den Rücken freigehalten hat. Er liebt sie und sie interessiert das überhaupt nicht. Und darum unterstütze ich jetzt Vernon. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich war 2 Staffeln lang Jesse-Fan. Jessica ist der einzige Grund, warum mich Sterling Malkeith überhaupt interessiert. Aber als Fan kann ich nicht länger jemanden unterstützen, der so herzlos ist. Louis, du hast was Besseres verdient. Sehr schön. Was für eine wunderschöne Quatschbotschaft. So, und jetzt reiten wir aber hier erstmal fix dran vorbei. Aber diese Botschaft wollte ich auf jeden Fall nicht links liegen lassen. Ach, das Tier folgt automatisch dem Weg, oder was? Das ist ja geil, das wusste ich auch noch nicht. Die Rache der Nora. Jetzt bin ich gespannt. Oh, mega, wie schön es einfach ist. Devil's Grief. Foreboding sight, huh? Don't you ever wonder what it used to look like? Back when the old ones lived here. You're not like other Nora. That's what they tell me. War Chief? Our scouts found enemy camps in the ruins, guarding the approach to the Ring of Metal. Then we should hit those camps first. Make sure they stay quiet. Agreed. Wipe out the camps, and our enemies in the Ring of Metal won't see us coming. I'll take out the alarms. We'll send braves to each camp to lie in wait. Which you start, they'll help finish. Mhm. Das ist ja schon mal gut mit ein bisschen Unterstützung hier. Alles klar, 3 Lager. Braves, it is time. Time to fight. Time to kill. Maybe time to die. We will regroup there, at the base of the tallest tower. Then, to the Ring of Metal and vengeance. Today, we break taboo to honor our dead and punish our enemies. Blood! Spilled, for blood spilled. May all mother forgive our trespass, and if not, may she lay her wrath solely upon me. Now, to battle. To battle.
Ja, an denen reite ich auf jeden Fall mal vorbei. Wer seid bitte ihr? Kultisten? Oh, cool. Hallo. Haha. Viel Spaß mit den Maschinen. Tschö. Autsch. So. Lager Nummer 1. Ah, da draußen, das sind schon meine. Das ist natürlich super. Störe den Alarm. Wo ist denn der Alarm? Das Ding da in der Mitte, oder? Ja, Lageralarm. Alles klar. Das ist natürlich großartig. Da muss ich erstmal hier großzügig außen rum. Diese Verderbnis im Boden, das sieht so fies aus. Kann ich die auch mit einem Schuss erledigen eigentlich? Wo gehst du denn lang? Bis da vorne und dann wieder zurück. Das heißt, du kommst hier vorbei. Heißt, vielleicht kann ich ihn hier mit dem einen Schlag auslöschen. Da oben ist der Alarm. Mhm. Ob ich noch einen Talentpunkt übrig habe? Ich glaube schon. Wieso, Alea? Anyone take a look at this corpse? Fuck. Man down. Gut festgestellt. Komm jetzt hierher. Ich habe keine Steine mehr. Doch, ich habe Steine. Hm? Guten Tag. Wunderbar. This one's coming down hard. Kann ich den auch hierher locken? Ich hoffe. Das sieht echt so krass aus. Hallo. Mein Stein. So, kümmern wir uns um den Alarm. Da oben muss ich hin. Dass der Regen mich so ein bisschen schützt jetzt. Ach so, ja. Wegen der Reparatur meines Pferdes wolltest du das mit dem Punkt wissen. Das ist eine sehr gute Idee. Scheiße, ich muss hier irgendwie reinkommen.
Well. Fuck. Die steht direkt hier vorne. So ein Mist. Da drüben ist er. That nearly skewered me. Fuck. Head down. Pull. Du wirst nicht den Alarm drücken, Keule. Hat er sich gerade selber gekillt? Sehr geil. So. Das war's mit dem Alarm. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Sehr gut. Das war's schon. Das war das erste Lager. For the Nora. Das war ja fast zu einfach hier. Bis auf das, was hier beinahe noch schief gegangen wäre. Gut. Aha. Was haben wir denn hier? Ah, wieder ein altes Gefäß. Nice. Mirjam. Einfach so geil. Und der Soundtrack. Stocking up. So. Erstmal wieder Pfeile nachmachen hier. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ablegen kann, dass man den Pfeil nicht verschießt. So, ich kümmere mich da hinten noch um die Maschine, die ich noch gesehen habe. Wo ist sie denn hin? Wo ist sie denn hin? Willst du mich verkohlen? Die ist doch hier reinspaziert. Oh, man kann Geräusche echt so schlecht zuordnen. Sag mal, bin ich blind? Da! Meine Güte. Dich kriege ich. Ich fürchte mal, ich darf nicht durch diese Verderbnis latschen. Also muss ich so ein bisschen schräg hinter ihm hergehen. Zack. So, sehr gut. Und auf zum nächsten Lager.
Wo ist der Alarm? Da ist der Alarm. Okay. Scheiße. Das war total dumm. Ich wollte den natürlich lautlos ausschalten. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Also das war jetzt total dumm. Das war richtig, richtig